Ja, dann werde ich mal Gespräche führen, wie gesagt. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich, Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung, aber es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmax dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Max. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein, es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich hätte ich auch gerne Leute, den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Inwiefern ähnlich? Salarianern fehlt es an Truppenstärke, hoher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt. Ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschungen haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kogana untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von koganischen Kolonien entnommen. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Würmeier zu zerstören. Ich hörte, Kirahi ist auf Würmeier gefallen. Ausrüstung unzureichend für Mission. Konnte Anlage dennoch ausschalten. Guter Captain. Sehr entschlossen. Allerdings ein ziemlich harter Mann. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten, mir das Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nicht so ungut. Mama mia, babbelt ein Haufenzeug hier. Mama mia, Mama mia. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rafni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kogana. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kogana. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht, mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung, kein Grund zur Sorge. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Biowaffe, entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam, vor über 1000 Jahren von Turianern gegen Kroganer freigesetzt, um kroganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des kroganischen Körpers, oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Kogana auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. Mamma mia. War nett, mit Ihnen zu reden, Mordel. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Der Bubble, ja nur. Sind richtige schöne Bubble. Hallo, ja. Ja. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Updates. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden da durch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen.
Krankenstation. Schiffspanzerung. Aha. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es haben wollen, Commander. Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission vielleicht? Wenn Mordens Modifikationen halten, haben wir eine Chance. Wenn nicht, sind wir tot. Aber das war ja schon immer das wahrscheinlichste Ergebnis. Noch etwas, Commander? Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Noch etwas, Commander? Sie haben doch einiges bewegt, nachdem Sie die Allianz verlassen hatten. Wie gesagt, dabei habe ich Miranda kennengelernt und wurde von Cerberus angeworben. Wir sind bis in den Nimianischen Schlunden zurückgeflogen. Haben die Citadel vor einer Biowaffe der Batarianer geschützt. Das Ganze wurde totgeschwiegen. Das können die ja sehr gut. Aber ich weiß, was ich getan habe. Und ich bin stolz darauf. Wir sprechen später. Commander. Ich muss dann mal zu der Mollen zurück. Was soll das? Was soll das? Muss ich mal gucken, ob der auch. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Updates. Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Vorschläge, sicher. Teuer, aber möglicherweise lohnend. Kann sie Ihnen zeigen. Das ist Verbesserung. Ja, das ist. Ja. Das hat viele gute Tipps. Sagen Sie Bescheid, wenn Upgrades erschwinglich sind. Kann sie installieren, wann immer Sie wollen. Gibt es medizinische Bedenken bezüglich des Teams, von denen ich wissen sollte? Personal von Cerberus in bester Verfassung. Keine Bedenken bezüglich Team. Irgendwas ist immer, aber nichts davon beeinflusst unmittelbar die Mission. Aha. Sind Sie mit dem Labor zufrieden? Durchaus zufriedenstellend. Hab ein paar Abhörwanzen gefunden. Die meisten zerstört. Die teure Miranda zurückgebracht. Nichts Unerwartetes. Brauche einfach mehr Proben. Mehr Daten über Kollektoren. Gewebeproben. Was Sie kriegen können, kann ich brauchen. Finden Sie neue Tech. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. So, dann werde ich mal gucken, dass ich vielleicht noch woanders ein paar Updates mir ziehe von anderen Leuten. Dann habe ich die Krankenstation, ist auch noch jemand ohne. Also ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich das haben. Und die, der müsste soweit fertig sein. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hat mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Oh Mann. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen sie zuletzt weg waren. Garrus hat sich anscheinend den Stock aus dem Arsch gezogen und er schlägt jetzt andere damit. Das klingt komisch, aber der alte Garrus hat mir besser gefallen. Es überrascht mich, dass Morden so tut, als sei er allen anderen überlegen. Als hätte er eine Uni-Professur auf Lebenszeit. Das ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Teamkommander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Naja, weil die Commander-Crew, weil sie gefehlt hat, weil sie alles zusammengehalten hat irgendwie. Und das hat alles gefehlt. Ah. Gut, jetzt habe ich das, mal sehen, ob ich noch ein paar Updates finde. In dem Sinn, dass ich vielleicht nochmal die Mannschaftsquartiere aufsuche und den Doktor, vielleicht hat er auch noch, die Doktorin, vielleicht hat die auch noch ein paar Updates-Möglichkeiten, um irgendwas da zu machen.
Commander, ich habe den Ice Brandy mit Ihnen sehr genossen und hoffe nur, dass ich nicht zu unprofessionell war. Brandy steigt mir immer direkt in den Kopf. Schön, dass Sie sich mal geöffnet haben. Na gut, dann versprechen Sie mir, dass wir jedes Jahr eine Flasche leeren. Die nächste geht auf mich. Das kann man machen, ja. Das ist kein Problem. So, da hatte ich jetzt aber nichts mehr will in dem Sinn. Möchte ich jetzt noch ein bisschen. Vielleicht bin ich noch bei der. Kommande, was kann ich für Sie tun? Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades wir möglicherweise durchführen könnten? Ich habe ein paar Ideen, ja. Hier, sehen Sie mal. Schön. Wann immer Sie Zeit und Ressourcen dafür haben, sagen Sie mir Bescheid. Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Schön. Jetzt habt ihr alles gehört, was sie... Und dann werde ich mal gucken, dass ich mal das Universum mal ein bisschen wieder unsicher mache. Bis bald.